Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir befinden uns immer noch im 7-Tage-Sabaton. Heißt, wenn ihr da mal reinschauen wollt, einfach auf Twitch vorbeischauen. Ich bin rund um die Uhr live, unter anderem natürlich auch mit Diablo 4. Heute komplette Story durchgespielt vom DLC. Da direkt mal die Frage an euch. Wollt ihr da einen Zusammenschnitt sehen? Das Ding ging 4 Stunden, Akt 6 und Akt 7 kamen dazu. Ist ein Mammut-Ding mit Cutscenes, geht das bestimmt über eine halbe Stunde. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal in die Kommentare schreibt, ob ihr das sehen wollt. Und heute zeige ich euch mal ein bisschen was zum Geistgeborenen, weil wir Deutschen haben da ja ein wenig in die Röhre geguckt, beziehungsweise ich zumindest auch. Wir konnten ja bis auf die Gamescom nicht Hand anlegen, klingt ein bisschen falsch, an den neuen Charakter. Deswegen wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich spiele. Shoutout geht raus an Joe und noch mehr Shoutout geht raus an den Typen, der den Bild gebaut hat. Ich spiele hier ein Bild von Maxroll. Ich werde euch den einfach unten verlinken. Ihr könnt ihr komplett so nachbauen. Und der ist auch schon relativ früh spielbar. Es gibt eigentlich nur ein Item, was dieser Bild braucht. Und das ist hier. Stab von Kepeleke. Und den habe ich random gefunden in einem Grubenrun. Heißt, ab Level 60 könnt ihr hier auf jeden Fall in den Bild reingehen. Ich bin jetzt gerade Power God Stufe 84, geht relativ zügig in der Grube. Und der Bild ist bei weitem noch nicht fertig. Ihr seht, ich habe hier nichts mit Greater Afixen. Die Schuhe habe ich auch von einem Zuschauer bekommen, Steven, Shoutout. Ich zeige euch einfach mal, worum es bei dem Bild geht. Und das Coole ist, man kann hier... Ich zeige euch erstmal, worum es geht. Dann checkt ihr das erstmal. Ich mache hier erstmal mehrere Trainingspuppen. Und worauf ihr achten müsst, ist einmal die Geisteskraft, also die Ressource links und ja, die Attacke, die ich mache. Das ist im Prinzip die Attacke, die ihr die ganze Zeit zündet. Und ihr seht, die Ressourcen sind leer und ich halte die ganze Zeit nur eine Attacke fest. Und das ist keine Basisattacke. Und das Coole ist, wenn ihr nah an einem Gegner dran steht, dann trefft ihr diesen einen Gegner auch, ich weiß nicht, wie viele Blitze er macht, 10 Stück. Auf einmal. Und das zündet bei einem Boss unfassbar, unfassbar rein. Dazu habt ihr dann auch alle möglichen Zusatzattacken, die ihr zünden könnt. Das ist jetzt nicht so spannend, aber wichtig ist halt, dass diese Kernfertigkeit, weil das ist es, unendlich oft gezündet werden kann. Und das macht der Stab, weil der macht aus der Kernfertigkeit eine Basisfertigkeit. Das seht ihr sogar oben, lustigerweise. Das reduziert zwar ein wenig den Schaden, aber sorgt dafür, dass ihr eben keine... ja, Ressourcen benötigt, sondern das einfach die ganze Zeit zünden könnt. Den ganzen Text lese ich euch jetzt hier nicht vor, aber eure Kernfertigkeiten sind jetzt auch Basisfertigkeiten. Das ist unfassbar, unfassbar krass. Aktuell farm ich in Stufe 20 Qual 1. Da bin ich auch relativ früh hingekommen. Also das ist echt verrückt auch. Seit ich Stufe 60 bin, bin ich in Qual 1 Grube und habe da 84 Paragon Level gemacht. Man levelt da unfassbar schnell. Nur Höllenhorde ist noch schneller im Leveln. Deswegen würde ich sagen, ich mache einfach eine Stufe 30, weil das ist das Höchste, was ich gerade habe. Es werden da sowieso der ein oder andere rumheulen in den Kommentaren, dass 30 ja Babykacke ist. Was auch stimmt, aber dafür, dass ich quasi heute Morgen, das müssen wir überlegen, ne? Wir nehmen gerade auf um 9:45 und ich habe heute Morgen um 6 Uhr gestartet. Also der Bild hier ist nicht mal 12 Stunden alt. Und der geht jetzt schon so unfassbar ab, ohne dass ich irgendwie groß gefarmt hätte oder irgendwas gefunden hätte, sondern einfach so, was man beiläufig mitgenommen hat. Und das Verrückte ist wirklich, dass ihr im Prinzip die ganze Zeit nur durch das Dungeon durchspringt. Das ist natürlich auch eine Mechanik vom neuen Charakter. Und ihr seht schon, ne, Stufe 30, da fehlt mir eigentlich ein bisschen der Schaden, aber es geht trotzdem eigentlich ganz gut klar. Und das Coole ist auch hier diese Ult. Die könnt ihr auch öfter zünden, also zum Farming, glaube ich, ist das eine der krassesten Builds, die es aktuell für den Geistgeborenen gibt. Und man muss überlegen, ich mache hier gerade noch 1000er bis 10.000er Schaden. Wenn das mal in die Millionen geht, dann wird das richtig, richtig reinzünden. Ich würde sagen, ich mache mal eben bis zum Boss und dann sehen wir uns beim Boss wieder. Ja, eine Sache, die ich auch mal eben im Video erwähnen möchte, für all die sich fragen, ey, wieso kann der Lu oben rechts den Wallhack aktivieren? Das liegt an dem neuen Begleitersystem. Da gibt es einen Begleiter, den Smudo. Der ist Sudo, aber ich nenne ihn mal Smudo. Und der hat diesen Wallhack oben in der Karte. Übel nice, kann ich jedem empfehlen. Ist für mich der beste Begleiter, nur wegen dieser Passive. Die habt ihr sofort. Ihr müsst ja nicht leveln.
Zu den Begleitern wird nochmal ein Video kommen, weil da gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten solltet, um da keine Fehler zu machen. Aber den Sudo, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Den solltet ihr euch so früh wie möglich holen, gerade wenn ihr solo unterwegs seid. So, da sind wir beim Boss. Hat relativ lange gedauert, aber haltet im Hinterkopf. Ich habe heute gestartet damit. Dafür bin ich echt zufrieden, wie es eigentlich läuft. Und ihr seht dann, der Schaden bei einem Boss ist halt so enorm, weil man den halt mehrmals trifft. Ich weiß nicht, wie viele man macht. 8 oder so von den Dingern. Das ist wirklich, also gerade gegen Boss ist das so nice. Blutjungfer in der Höllenflut hier. Ja, und das war's. Und das war wirklich easy am ersten Tag. Ich kann es nicht oft genug sagen. Grubestufe 30 mal eben weggeknüppelt. Der Bild ist unten verlinkt in der Videobeschreibung von Maxwell, kann ich euch sehr empfehlen. Gibt es natürlich auch mit Level-Fortschritt, sehr, sehr cool gemacht. Und was ich eben meinte mit dem Austauschen, ihr könnt natürlich auch sagen, ey, mir gefällt diese Fächer nicht, dann könnt ihr das natürlich auch ein bisschen adjusten, weil diese Waffe hier ja jede Kernfertigkeit zu einer Basisfertigkeit macht. Und wenn ihr sagt, ey, ich will lieber das Affending hier spielen, wo man auf den Boden kloppt, dann könnt ihr das auch machen, hier ist die. Das bleibt euch ganz selber überlassen. Aber ich finde das mit dem Fächer, das spielen auch die meisten aktuell, eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde den Geistgeborenen, die neue Klasse, richtig, richtig cool. Auch die ganze Story, der DLC, Nahantu, ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Es gab ein paar Bugs und Fehlerchen, habe ich schon öfters gehört, dass Leute ausgeloggt wurden. Ich hatte das Problem heute auch einmal, dass er mir gesagt hat, ey, du hast das DLC nicht. Aber sonst wirklich ein richtig, richtig guter DLC, eine richtig coole Klasse. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.